Dieser blöde Kartoffelbrei wird von Woche zu Woche ekelhafter. Ein Pflaster. Ein alter Kaugummi. Ich hab hier eine Mausefalle. Ich hoffe bloß, dass die Maus entkommen konnte. Wir müssen gegen diesen Fraß was unternehmen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Schmeckt doch später. Entschuldigen Sie, Mrs. Garbaggio. Kann ich mal kurz mit Ihnen sprechen? Ja, schön. Wir alle wissen, Sie waren eine der besten Köchinnen Osteuropas. Ihr Pferdekopfgulasch an Sauerkraut wurde zum Nationalgericht Bulgariens erklärt. Aber hier bei uns wird der Kartoffelbrei enthaart und entbeint, bevor wir ihn verzehren. Also jetzt mal von Frau zu Frettchen. Wir wollen mal was anderes als den dämlichen Kartoffelbrei. Klar doch. Ich wasche nur eben meine Hände und dann zauber ich dir was Leckeres. Kartoffelpuffer. Lecker. Die ersten sind immer so schön saftig. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Yes, if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Komm eben zurück. Oh, du Ärmster, immer noch diese Einschlafprobleme. Ich habe gehört, Schlafmangel soll so furchtbar sein. Also mein Großvater hat ja oft tagelang nicht geschlafen. Was ist aus ihm geworden? Als er dann einschlief, ist er nie mehr aufgewacht. Wieso kannst du nicht schlafen? Hast du irgendein Problem? Nein, nein, gar nicht. Hast du es mit heißer Milch versucht? Das nicht, aber mit Schlaftabletten und 10 Dosen Bier. Du weißt schon, das alte Judy Garland-Rezept. Keine Wirkung, bis auf die scheiß Verstopfung, die ich habe. Was mir das ewige Wachsein sehr versüßt. Wenn ich nur wüsste, was dich so furchtbar beschäftigt. Du hast wirklich überhaupt keinen Grund, dich gestresst zu fühlen. Erfolg im Leben wirst du sowieso nie mehr haben. Und deine schlimmsten Befürchtungen sind doch auch alle eingetroffen. Ach, Schätzchen. Du siehst so verspannt aus. Oh. Jack, dein Nacken ist ja steinhart. Schade, dass deine Mutter nicht mehr lebt. Die könnte dich massieren. Hey, Mom. Wer ist denn der Alte hier? Ach, das ist nur Daddy. Er hat ewig nicht geschlafen. Ich glaube, er stirbt. Entschuldige bitte, aber wir haben heute einen schrecklichen Tag gehabt. Der Kartoffelbrei in der Schule war echt zum Kotzen. Ich fand ihn gut. Wir haben die Schnauze voll, diese blöden Verwaltungsärsche. Wir planen jetzt eine Studentenrevolte. Sag mal, wie habt ihr den Vietnamkrieg eigentlich gestoppt? Und wieso? In meinem Geschichtsbuch steht, wir hätten locker gewonnen. Das weiß ich doch nicht. Ich war damals erst 12 Jahre alt, verdammt nochmal. Aber wir haben allerhand gelernt von unseren radikalen Vorgängerinnen. Das könnt ihr mir glauben. Und dann kamen wir dran. Oh, wir haben uns nichts gefallen lassen. Wir haben unsere BHs verbrannt. Wir haben stundenlang Joni Mitchell gehört bis zum Abwinken. Und Joints geraucht. Wir waren die Vorreiterin des Feminismus. Was ist passiert? Wir haben gemerkt, dass Jungs solche Frauen hassen. Also hieß es, Beine rasieren und den Quatsch vergessen. Lass den Scheiß! Sehr witzig, was soll ich denn machen? Ich kann nicht schlafen. Aber rumjammern wie ein altes Weib, das kannst du, hä? Hör mal zu, Jack, ich habe auch seit Tagen nicht mehr geschlafen. Wenn du nicht schläfst, schlafe ich auch nicht. Du schläfst, wenn ich arbeite. Falsch. Wenn du arbeitest, bin ich bewusstlos. Ich bin auch bewusstlos, wenn ich arbeite. Ja. Dann musst du was machen, was dich so richtig einschläfert. Ich hab's. Wir sehen uns das Sitcom an. Hey, Jack, klasse, da läuft Cheers. Also diese Rhea Perlman sieht immer noch verdammt gut aus, was, Mr. Floppy? Verdammte Kacke. Du bist im Delirium. Bin ich nicht?
Guck mal, die kleine Tonsur, die braucht eine Perücke. Du bist doch im Delirium. Das da ist Ted Danson. Augenblick mal. Ja, du hast recht. Das ist Rhea. Ach, du musst das Positive sehen. Ja, zum Beispiel, dass ich noch 6 von meinen eigenen Zähnen habe. Na, siehst du, das ist doch was Schönes. Schlafen ist nur was für die Schwachen und Arbeitsscheuen. Und für diese perversen Europäer nach einer ihrer ausschweifenden, weinseligen 10-Gänge-Fressorgie. Hier bei uns wird ein ordentlicher Vollrausch nicht für sowas wie Rumpennen verschwendet. Nein, Sir, wir machen was draus. Wie, Autofahren oder Jagen. Persönlichkeiten schlafen nicht. Stell dir vor, Jack the Ripper hätte nachts geschlafen, dann würde er jetzt Jack der ausgeruhte Samariter heißen. Das Charismatische wäre weg. Ja, aber also Aufschlitzen ist noch nie mein Fall gewesen. Das halte ich nicht aus, Jack. Ich krieg das Zittern. Na, verschwinde, Jack. Raus mit dir, mach schon. Okay, 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 ich gehe ja schon. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich die Zeit dazu nutzen, etwas Sinnvolles zu tun. Ich weiß. Ich bastle ein geiles Krippenspiel, und zwar aus Bierdosen. Und du, meine Beste, gibst das liebe Jesulein. Hilfe! Ich zittere mindestens so sehr wie der Boden, wenn Rose einen Anlauf nimmt, um ein kaltes Buffet zu stürmen. So kann doch niemand was mit mir anfangen. Hm? Drew Barrymore? Wie wär's mit einem kleinen Mr. Floppy-Vibrator? Mann, das ist so geil. Jetzt habe ich endlich die Zeit, all die Sachen zu machen, von denen ich immer geträumt habe. Sag mal, Ross, wie gefällt dir der Hundehaarpulli, den ich dir gestrickt habe? Dad, ich glaube, der hat Flöhe. Kein Problem, Sohn, komm einfach zu mir runter. Ich habe hier ein hochgiftiges Flohhalsband für dich. Das tötet einfach alles. Oh, hier. Dad? Ja? Hast du einen Moment Zeit? Sicher. Ich möchte auf dich stolz sein, ehrlich. Aber ich sag dir, wie es ist, du bist durchgeknallt. Meschugge. Verrückt. Du brauchst eine Zwangsjacke. Und mich steckst du da rein. Du weißt nicht, was du machen sollst? Strick dem Hund was Hübsches. Der friert doch. Sohn, ich habe eine prima Idee, wie ich dem Hund eine Freude mache. Ich häkel ihm einen Pullover aus samtweichem Menschenhaar. Hey, Dad, ich glaube, mir wird schlecht. Das Flohband stinkt so. Das muss so stinken, das Gift fängt an zu wirken. Ich krieg das nicht ab. Und das ist gut so. Das ist die Kindersicherung. Gute Nacht, Ross. Seht euch das an! Was für tolle Sachen man machen kann, hä? Wenn man seine Zeit nicht mit Schlafen verplempert. Wir sind verdammt stolz auf dich. Andere Väter wären längst in der Klapsmühle. Ja, und hier, ich habe die Kürbisse vorbereitet. Halloween kommt bestimmt. Und ich habe einen Song komponiert. Das ist der Schlaflos-Blues. Wir singen Wildhus. Wenn du alles doppelt siehst, ist dein Abendtier vermisst, doch schon wieder eine Nacht rum. Ich glaube, ich bring mich um. Es ist der Schlaflos Blues. Ja, das ist klasse, Dad. Jetzt verstehen wir dich. Nein, das glaube ich nicht. Das sind die halluzinogenen Unbequemen, qualvoll, schmerzhaft, nie enden wollenden. Bring's zu Ende, Pa. Das ist der Schlaflos Blues. Ja, der hat gut gemacht. Ich leg mich in mein Bett, das ist hart wie ein Brett. Ich beiß sicher bald ins Gras, doch euch foltern macht mir Spaß. Das ist der Schlaflos Blues. Everybody, ich sing's noch 1000 Mal mit euch. Das ist der Schlaflos Blues.
mal. Ich bin so allein. Ist doch echt zum Kotzen. Nichts hat sich geändert. Ich finde schon. Der Kartoffelbrei ist würziger als sonst. Aber hallo, ein Finger. Schmeckt wie ein eigener. Den wirst du brauchen, falls du jemals bis 11 zählen musst. Wir bekommen sicher bald eine Antwort auf unseren Brief ans Kultusministerium. Telegramm für Miss Beloy. Hier drüben, Junge. Wie sieht's mit dem Trinkgeld aus? Danke. Aha. Oh, alle mal herhören. Das ist vom Kultusministerium. Liebe Pretty Highschool-Schüler, wir betätigen den Eingang von eures Briefes wegen dem Essen. Aber wir können überhaupt keine Veränderung an diese Situation tun. Wir bitten um Verzeihung, aber immer weiter reizende Briefe schicken. Gezeichnet Dr. Morris Bloom, Kultusministerium. Tja, wir wollten uns in das System einfügen, aber das System hat uns ein legasthenisches Gebiss gezeigt. Zum Teufel mit dem Establishment. Wir haben keine blöde Revolution in einem blöden Dritte Weltland vor, das einen scheiß Bürgerkrieg führt. Es geht nicht um dämliche Grundrechte, wie zum Beispiel Freiheit. Es geht um unser Essen. Also, die da oben sollen uns mal kennenlernen. Ja! Am besten fangen wir mit der sabbernden Küchenschlampe da drüben an. Mrs. Garbaggio. Buchs aus, Prinzessin. Vielleicht ist die Mittelklasse nicht zum Revoltieren geeignet. Ja, ich hab das Konto leer, kein Geld mehr. Pillen sind zwecklos und Bier macht dumm. Aber schaden kann's auch nicht. Ich hab dich satt, schlaflos, Blues. Hoy aprenderemos palabras del amanecer. No, yo quiero dormir. Dame un sueño, por favor. Du lernst Spanisch, Daddy? Und Portugiesisch. Pass auf. Jasper, sentete. Was auf Portugiesisch bedeutet, Jasper, sitz. Aber er sitzt doch gar nicht. Der blöde Hund versteht ja auch kein Portugiesisch. Hallo, Daddy. Kannst du dich mal eine Sekunde auf uns konzentrieren? Einen Moment. Die Muse küsst mich. Habe ich schon erwähnt, dass ich seit einer Woche nicht schlafen kann? Schlaflos sogar mit Melatonin. Nicht mal Bücher lesen haut mehr hin. Daddy, wir brauchen deine Hilfe. Der Kartoffelbrei in der Schule ist zum Kotzen, aber die haben Waffen. Unsere nehmen sie uns ab, wenn wir durch den Metalldetektor gehen. Daddy, was sollen wir denn machen? Tja, wenn ihr was ändern wollt, müsst ihr protestieren. Ich will gar nichts ändern. Ich finde alles dufte. Wer vertritt eigentlich die Leute, die alles dufte finden? Die Republikaner. Hör zu, Schatz. Es gibt nichts, was die Leute besser erreicht, dass sie besser kämpfen lässt für ihre Forderungen als ein guter Protestsong. Und die Muse schlägt wieder zu. Wenn ihr am Schreibtisch Vorschriften macht und aus dem Schulfraß die Giftsoße lacht, ich kann's nicht leiden, dass ich abreihen muss und mit Kartoffelbrei ist Schluss. Und jetzt Portugiesisch. Now vamos comer mais una bata. Und jetzt alle mitsingen! Auch wenn sie euch Waffen und Joints verbieten, so sollen sie euch bloß nicht mit Giftfraß umnieten. Wir waten knietief durch leere Blut und trinken gierig die rote Flut. Nie mehr Brei. Nie mehr Brei. Nie mehr Brei. Nie mehr Brei. Oh, sowas. Ich sehe, wie meine Worte aus meinem Mund schweben. Da fliegen sie nun. Alle richtig buchstabiert. Wisst ihr schon, dass ich einen Song geschrieben habe?
Nein, armer Daddy, wir müssen uns was anderes überlegen. Ich könnte natürlich Französisch singen. Ich mach's euch Französisch. Was sagt ihr dazu? Hä? Ach, übrigens, ich wurde gerade zum Priester geweiht. So wird das also buchstabiert. Wisst ihr schon, dass ich einen Song geschrieben habe? Dürfen wir ihn hören? Aber klar doch. Dein Einsatz, Mr. Floppy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mach sie fertig, Flopstar. Yeah. Habe ich diesmal die Gitarre persönlich gezupft? Nein. Wo zum Teufel ist dann diese Musik hergekommen? Ich muss verrückt geworden sein. Verrückt? Ich sag dir, was verrückt wäre. Es wäre verrückt, nicht immer eine Knarre bei sich zu haben. Ja, vor allem, wenn man einem wie mir begegnet. Genau meine Meinung. Verrückt ist, wenn du ein paar Millionen Dollar kriegst, weil du dir heißen Kaffee in den Schoß kippst. Ja. Ich bin reich! Ich bin reich! Doch nicht deinen eigenen Kaffee. Es muss schon der von der großen dämlichen Fastfood-Kette sein. Ich habe also meine Eier umsonst mit heißem Kaffee gekocht? Umsonst kannst du das nicht nennen. Ich habe mich prächtig amüsiert. Gott, bin ich müde. In deinem fortgeschrittenen Stadium hilft nur noch eins. Du musst eine Nummer schieben. Ach, was soll's. Ich bin so fertig, ich tue alles. Doch nicht mit mir, du Wichser. Kleiner Shaker. Wen gibt's denn sonst? Wir wollen Sex. Wir haben alles versucht, nichts hat geholfen. Und unsere letzte Hoffnung ist Sex mit dir. Glaubst du, du kannst hier reinplatzen, einfach so deinen Stoffhasen befingern in deiner dreckigen Hose und Sex kriegen? Wir sind immerhin verheiratet. Alle haben gesagt, du musst heiraten, dann kannst du Sex haben, so oft du willst. Jetzt will ich Sex. La plume de croissant, dites-moi pourquoi. Le vin est froid. Oh, Jack. Jack, das ist so romantisch. Was hast du gesagt? Los, Beine breit, Alte. Ach, Jack, so kannst du bei Frauen nicht landen. Wir sind nicht auf Kommando parat. Ich will mich vorher unterhalten. Ich will eine Kerze anzünden. Ich will Atmosphäre. Tropischer Moschus. Befreit von Stress und wirkt anregend auf die Sinnlichkeit. Für mich. Du kannst dich schließlich an mir aufgeilen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr unterhalten. Also ich hatte einen prima Tag heute. Ich war einkaufen und stand an der Expresskasse. Da solltest du nur höchstens 10 Sachen im Wagen haben. Und sofort geht eine Mordsdiskussion los und wir streiten darüber, was eine Sache ist. Ich bin der Ansicht, dass alles Gemüse, das ich habe, eine Sache ist. Und da kommt so eine von drüben und will mich einfach aus der Reihe drängen. Ich habe ihr eine reingehauen, mitten in die Fresse. Sie platzte auf wie eine reife Honigmelone. Kasse 4, bitte aufwischen. Ich bin durchgestartet und war vorn in der Schlange und ich bin mir vorgekommen wie Mickey Rourke. Okay, Schatz, ich bin soweit. Leg los. Jack, wach auf. Du bist plötzlich eingeschlafen. Ich bin soweit. Leg los. Sonst weinst du doch immer erst hinterher. Jetzt komm schon, Ryan. Lass uns nicht im Stich. Wir müssen eine gemeinsame Front bilden. Vergiss es. Kein Bock drauf. Ich liebe diese Kartoffeln. Die stecken voller Überraschungen. Was zum Teufel ist das? Brokkoli! Ich hab denen vertraut. Und die schmuggeln Gemüse in meinen Kartoffelbrei. Daran hätte ich ersticken können. Ich schließe mich der Revolution an. Wir plündern den Laden und dann brandschatzen wir. Nein! Wir stimmen ein Lied an. Wenn ihr am Schreibtisch Vorschriften macht,
und aus dem Schulfraß die Giftsoße lacht. Ich kann's nicht leiden, dass ich abreiern muss. Und mit Kartoffelbrei ist Schluss. Wir warten knietief durch Lehrerblut und trinken gierig die rote Flut. Nie mehr Brei, nie mehr Brei, nie mehr Brei. Die ganze Innenstadt steht in Flammen. Der sogenannte Kartoffelbrei-Krieg ist mittlerweile an allen öffentlichen und privaten Schulen ausgebrochen. Cool, die Kinder sind im Fernsehen. Die Unruhen entzündeten sich an einem Protestsong. Die Polizei überprüft momentan die üblichen Verdächtigen. Ein Spezialkommando ist gerade auf dem Weg zu Bob Dylan. Na endlich! Die werden ihn umbringen! Neil Young ist außer Landes geflohen. Jackson Brown konnte auf dem Weg nach Mexiko verhaftet werden. Er hatte sich im Kofferraum eines VW-Käfer versteckt. Bei seiner Festnahme gab er kläglich zu Protokoll, er werde von nun an Liebeslieder singen. Roger Daltrey wollte sich freiwillig stellen, doch keiner weiß, wer er ist. Hier im Bild John Baez, wie sie an den Haaren aus ihrer Villa gezerrt wird. Ein Pressesprecher der Polizei sagte soeben, die Schüler treffe keine Schuld. Man gehe davon aus, dass der anonyme Protestsänger der Anführer der Rebellen ist. In Regierungskreisen spricht man von ihm als Mandela-Hitler-orientiertem, zwischen Country und Rock'n'Roll angesiedeltem Mr. X. Wer ist der mysteriöse Provokateur? Der charismatische Künstler, dem es gelang, seine Anhänger mit solcher Leidenschaft zu beseelen. Ach, wenn ich wenigstens einmal im Leben einen Mann wie diesen geilen Sänger im Bett hätte. Mehr Plätzchen bitte, Mami. Lieber Mr. Floppy, was ist mit den Sponsoren? Bekommen die mal ein Dankeschön? Garth, ey? Los Angeles. Lieber Garth. Gut, dass du mich erinnerst. Wir danken dem Kondomfabrikanten aus Texas. Kleiner Tipp am Rande. Stell die Automaten nicht neben dem Kloster auf. Die Nonnen flippen doch aus. Neulich hat mich eine angefallen. Dabei sind die mit dem lieben Gott verheiratet. Wenn sie wenigstens keinen Bart gehabt hätte, dann wäre... Hey, wieso denn Abspann? Ich bin noch nicht fertig. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Nicht abschalten. Halt!